Herr Kara, ich habe doch direkt eine Frage hier an dich. Hast du dich heute schon über irgendwas gefreut? Ja, ich habe nämlich noch kein WLAN und ich habe von der Telekom 30 GB Datenvolumen bekommen. Das freut Glückwunsch. Laura, wie gehst du ans Telefon? Schwierig. Ja, ich mache das jetzt einfach mal nach. Ja, Kuske. Das ist aber auch ziemlich interessant. langweilig. Lotta, was wolltest du als Kind werden? Früher wollte ich eigentlich immer gerne Tierärztin werden, zwischendurch auch mal Springreiterin, aber Handballerin kam eigentlich recht spät der Traum. Also das war einfach von Beginn an irgendwas anderes eigentlich. Ja. Aufbrezeln oder Laugenbrezel? Ja, immer tagesabhängig würde ich sagen. Also natürlich auch Brezeln ist auch mal ganz gut. Aber Laugenbrezeln sind natürlich auch mega, mega gut. Und gerade wenn man aus Bayern kommt, Oh ja, natürlich stimmt. bist du Deswegen sagst du das. auch Brezen, ne? Ja, Nicht Brezen. Brezel. Ja, Oh, mich ich ganz kann das gewundert nicht so gerade. aussprechen. Cara, magst du lieber Mango oder Melone? Mango, auf jeden Fall, ja. Wasser still oder mit Sprudel? Oh, absolut still. Ja. Außer ich mixe es halt irgendwie mit Apfelsaft oder so. Dann natürlich mit Sprudel. Ja. Aber sonst. Zum Still. Training Ja, auch. Training stillen. Kannst du jonglieren? Nein. Okay, da brauche ich Also. gar nicht zu fragen, mit wie vielen Bällen. Kannst du tanzen? Wenn ihr meinen Papa jetzt fragt, wird er immer nur den Kopf schütteln. Also, ich finde, ich habe mich schon so was Dance-Moves-mäßig echt entwickelt. Aber nee, ich glaube, man wird mir da Zeig nicht uns mal so deinen besten sehen Dance-Move. wollen. Kannst du singen? Gottes Zum Willen. Tanzen vielleicht? Ich wünschte, ich könnte eins von beiden, aber leider kann ich auch nicht singen. Nee, also überhaupt nicht. Okay, Leute, mal ein Szenario hier. Wir treffen uns zum Filmabend. Welchen Snack würdet ihr beide mitbringen? Also ich glaube, so Popcorn geht eigentlich immer. Das ist eigentlich schon ganz gut, ne? Ja, Popcorn steht nicht so drauf. Was? Ist ganz gut, ne? Ja, ich mag gerne, also ich mag ganz viele Süßigkeiten, deswegen egal, was du mitbringst. Popcorn ist okay, aber. Dann kein Popcorn. Nee, ich mag Chippies oder Gummibärchen oder Schoki. Ja, das Okay, ist dann nur kein stellen wir Popcorn. die Frage mal um. Chips oder Schokolade? Boah, da kann ich mich nicht entscheiden. Wie viele Minuten darf man zu spät kommen und ist trotzdem noch pünktlich? Ich würde sagen, 5 ist noch in Ordnung, aber ab da schreibe ich dann auch schon mal, wo die Leute bleiben, weil ich denke mir dann so, entweder habe ich mich hier jetzt geirrt oder ich bin Ja. völlig am falschen Ort Ich oder hatte dann auch mal sowas. Angst, dass ich falsch Ja, bin, ja. genau. Also ich stelle es dann eher bei mir selber in Frage, aber ich weiß nicht. Eigentlich finde ich es immer schöner, wenn man pünktlich ist. Nord- oder Ostsee? Oh. Ich würde jetzt mal behaupten, eher Nordsee. Ich war nämlich auch letztens auf Norderney. Da bin ich natürlich wieder live am Wasser gewesen. Aber grundsätzlich allgemein war es das einfach schön. Wir waren auch früher oft in Eckernförde, weil es ja recht nah bei meinem Zuhause liegt. Also ja. Ich habe den Nord-Ostsee-Kanal direkt vor meiner Haustür, also Praktisch beides ein schön. bisschen, ne? So eine Mischung macht Ja, es genau. Sinn. Ist dir mal was Peinliches auf dem Spielfeld passiert? Stimmt, einige Dinge, wenn man da mal so in seine Ecke läuft oder so, das bekommt dann immer niemand mit, weil der außen manchmal gar nicht so beachtet wird. Ich muss gerade mal überlegen. Also was Lustiges eher, ich bin letztes Jahr, ist eine Mitspielerin von mir auf den Boden hingefallen. Und dann bin ich halt, wollte ich gerade zurücklaufen und bin dann auch über sie rübergefallen. Und ja, wir sind dann beide halt hingeflogen und ich bin aber einfach dann wieder aufgestanden und weggelaufen, habe nicht mehr hochgeholt oder so. Aber ich war so in meinem Film. Genau. Deswegen sowas dann halt mal, aber sowas richtig Special, Witziges fällt mir nicht ein. Mal was ganz anderes. Bist du gegen irgendwas allergisch? Was wir wissen sollten, damit wir mal ein Essen zubereiten oder so. Chips und Schokolade schon mal Ja. Das nicht. nicht, nee. Ich habe jetzt im letzten halben Jahr herausgefunden, dass ich so ein bisschen gegen Äpfel und so leicht reagiere. Also ich esse immer noch ziemlich gerne, aber ich merke, dass ich dann so leicht zum Schwitzen anfange und Ich habe gehört, die soll man in die Mikrowelle oder so machen und dann ist es weg. die Mikrowelle. Oder? Okay, Ja. Mehr von diesen Tipps bitte. Danach bist du auch gar nicht mehr allergisch. Wirklich, google das mal. Okay.
Das interessiert mich jetzt aber auch, das machen wir gleich. Irgendwas ist da. Den Apfel für etwa eine Minute bei 600 Watt in die Mikrowelle geben. So bleibt dieser schön knackig und bereitet keine Beschwerden mehr. Ja, und Haselnüsse bin ich allergisch. Okay. Aber ansonsten... Also kein Nutella für dich. Doch, das geht tatsächlich. Ah, oh, also zum Glück. Was für ein Leben. Nee, aber so coole Haselnüsse gehen nicht. Ey. Okay. Dann kannst du backen. Und wenn ja, was? Och, ich würde mich jetzt nicht als den größten Bäcker bezeichnen. Aber ich krieg schon was hin mit Rezept. Also wenn ich mich daran halte, dann kriegt ihr bestimmt auch irgendwann mal einen Kuchen oder ein paar Muffins. Und auch nicht. Oder nicht. Okay. Ja, doch. Das hier geht schon. Wir hoffen auf viele Fans in der Halle am 10.09. beim ersten Spiel in der Bundesliga und vielleicht schon ein paar, die mit nach Berlin fahren. Mhm. Und uns im Fußball unterstützen. Ja, wir freuen uns auf die Stimmung in der Hölle Nord und hoffen, dass ihr richtig einheizt.